dort nicht rumplatten. Meine Hände kommen die noch raus. Leute, bevor jetzt das Video losgeht, mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar mein neuer Tire Trooper bald auf dem Markt. Hat mir wirklich das Rennen gerettet. Ich habe mir die Reifenkarkasse aufgeschlitzt, habe dadurch die Luft komplett verloren und bin die halbe Stage über 3 oder 4 Minuten fast mit Race-Tempo habe ich weiterfahren können, weil ich das drin gehabt habe. Nicht bloß ein richtig perfekter Durchschlagschutz, super langlebig, sondern auch eben, wenn du mal Luft verlierst, kannst du einfach weiter racen. Also das ist bald auf dem Markt und es gibt bald alle Infos dazu. Das wird das Set. Und jetzt viel Spaß beim Video. Leute, Hallöchen. Guten Morgen zum nächsten Race-Vlog. Hier aus Bellwald, Schweiz. Der mittlerweile, was ist das? 4. Weltcup, 5. Weltcup der Saison. Wir paddeln gerade alle zur Stage 1 hoch. Wetter ist der absolute Hammer. Die Luft hier oben ist ein bisschen dünn. Hier liegt noch Schnee. Merkt man auf jeden Fall. Ich glaube, dass die erste Stage so über 2500 Meter startet. Und es wird, ich habe es schon immer bei den letzten Rennen gesagt, dass es so hart das Rennen wird, aber es wird diesmal mit Sicherheit ein extrem hartes Rennen. Weil die Stages sind super lang und stellenweise so Traversen drin, wo es wirklich flach ist, wo du dahin treten musst. Ich glaube, manche Stages haben so um die 13 Minuten. Wird unglaublich. Alle Stages zusammen, ich habe sie mal die Trainingszeiten zusammen gerechnet gehabt, waren um die 56 Minuten im Training. Das heißt, es wird crazy. Erste Stage jetzt geht los mit einer harten, richtig rough. Viel Steine, viel, bisschen so verblockt, cool Flow. Und dann seht ihr es ja selber, wie es weitergeht. Also, es geht ab. Okay.
Oh, Kette weg. Kann man zwar. Voll ein Scheiß. Ui, das war nix. Ich dachte, die Kette ist weg. Oh, Glück gehabt. Oh, oben war es ganz okay. Und dann haben wir extrem die Hände eingesetzt. Plus, dass ich nicht mehr irgendwie gute Linien, glaube ich, getroffen habe. Aber ich würde es echt rausnehmen müssen, weil das wäre sonst wahrscheinlich in die Hose gegangen. Thank you.
Oh Gott, ich hab Platten. Ich hab Platten, Scheiße. Fuck. Ich hab's gemerkt, ich hab mal erwischt. Me also. Fuck. Auf der Stage. Jetzt rollt's halt nicht. Okay, ich mache jetzt Hinterrad raus, Reifen runter, Schlauch rein, Truppe raus. So. Ich glaube, Zeit nicht, das hat jetzt richtig.
So, Trooper, sorry, du musst da bleiben. Oh, schlau. Okay, zum Runterkommen. Wollen wir jetzt Gas geben? Keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffen kann noch. Also, ich glaube, ich kann das schaffen. Wird hart. Bin definitiv mal wieder komplett fertig jetzt dann, aber ich glaube, ich schaffe es in der Zeit zur Stage. Ah, das war ein Schlitz im Reifen. Ich habe wahrscheinlich irgendeinen scharfen Stein erwischt und der hat außen die Karkasse bzw. wo das Profil ist, aufgeschlitzt. Kannst nichts machen. Aber das hat mir jetzt mal wieder die Bestätigung gegeben. Mein neuer Tire Trooper ist abartig gut. Ich bin jetzt mehr als die Hälfte von dieser Stage runtergefahren mit einer Carbonfolge. Das wäre eigentlich über die Steine oder so, hätte 100% gescheppert. Also das hat mir jetzt, Tire Trooper hat mir jetzt den Arsch gerettet. So, also kurzer Zwischenstand, habe gerade aufs Handy schauen können. Erste Stage wurde 7. War okay zum Reinkommen. Zweite Stage wäre, denke ich, gut gelaufen. Der Platten hat es völlig versaut, 20 Sekunden verloren. Gerade jetzt gesamt auf 14. Puh. Leck. Zweimal verkackt. Uff. Das sind mal richtige Zwischenetappen. Bergsteigen. Okay, also Uphill Stage. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist, aber jetzt bin ich Gesamtwertung vorgerutscht auf Platz 10. Keine Ahnung, zweimal Fuß gesetzt und scheinbar trotzdem noch vorne gearbeitet. Jetzt hat er hochtreten noch, dass ich jetzt nicht falsch fahre. Wird schon passen. Batterie im Blick, 26% noch, aber das sollte sich gerade so ausgehen. Dann oben mal auf jeden Fall Luft jetzt nochmal gescheit drauf pumpen, weil mit Schlauch habe ich ehrlich gesagt richtig Angst zu fahren. Bin die letzten Jahre nur immer Inserts gefahren und das merkst halt. Three, two, one.
Alter, ich verliere Luft. Na, warum? Ah!
go. Meine Hände. Ha. 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 Ja. War das hart. Okay, ich muss jetzt auf dieser Stage definitiv easy machen, weil das ist die schlimmste Stage für die Felgen, und ich habe ja immer noch meinen Schlauch drin. Die muss jetzt irgendwie überleben. Und dann ist eh Pitstop. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Voll. No way! Chain is broken. Ah, Scheiße! Wir sollten... Stop here? Is here stop? Fuck. Hier ist die Zeit jetzt kurz gestoppt.
Was ist denn los, hey? Komm. Komm, geh doch raus. Ich muss schauen, was das Schnellste ist. Hier geht's wieder los. Oder hier. Leck, das kostet Zeit. Platz hinter vom Hugo Pigeon. Fuck, hat das Zeit gekostet. Ich kann nicht mehr. Was ist denn das für ein Rennen wieder? Jane, Mechanic, wer ist Mechanic? Take alter, what a race. Ah. Leute, Leute, ey, das ist hart. Was ein Rennen. Wow. Wie kann es sein? Ich habe oben noch gesagt, dass ich lieber vorsichtig auf diese Stage fahre, weil es der absolute Reifenkiller ist und ich einen Schlauch drin gehabt habe. Ich bin vorsichtig gefahren und fahre dann so einen Scheiß zusammen, dass ich irgendwie, weil ich bei einem Stein nicht abspringen wollte, bin ich dann so 50-50 auf irgendeinen großen Stein drauf und habe mir komplett aufs Kettenblatt draufgeschlagen und dabei ist die Kette gerissen. Nicht nur, dass dann die Kette reißt, wo sie bei einem Abfahrtsrennen, wo man noch ein bisschen ausgleichen kann, wenn es flach, wenn es steil wäre, aber genau an der einen Stelle, wo es einfach mal 400 oder 500 Meter, keine Ahnung wie viel das waren, komplett geradeaus geht. Also wirklich gerade. Es war zum Glück, ihr habt es gesehen, wo ich die Kette dann rausgefädelt habe am Limit, am absoluten Limit. Da haben sie, weil der Bahnübergang war und der auf den Zug kommt, da ist die Zeit gestoppt. Also sprich, das ist nicht gezählt worden. Das habe ich gewusst. Darum habe ich dort die Kette schnell runter. Aber boah, jetzt natürlich am Limit, weil das alles immer Kräfte zehrt. Zweite Loop. Jetzt wird hart. Boah, da kommen jetzt noch richtig schwere, körperlich schwere Stages. Vielleicht sogar härter als die erste Loop. Ja, eigentlich hätte ich mich gerade wieder ein bisschen zurückarbeitet bei der ganz langen Stage. War ich Vierter, da habe ich richtig viel Zeit aufgeholt. War dann gesamt, glaube ich, schon wieder auf 7 oder 8. Ja, dann das mit der Kette kommen. Jetzt bin ich wieder auf 15 zurückgefallen. Mal schauen, was wir noch machen können.
check nicht, was angeht. Yeah.
E-Bike Enduro, E-Bike Enduro. Soll einer sagen, E-Bike fahren ist nicht hart. Ohne Witz. Das ist krank. So, also, die Stage war, bis auf dass ich mich manchmal einfach nicht auskannt habe, wo jetzt die Linie wirklich entlang geht, hat es eigentlich passt. 7. Platz, sehr große Zeitabstände nach hinten. Darum habe ich mich gesamt jetzt echt wieder verbessert. Jetzt bin ich von 15 auf 12 in Schlagdistanz zu die Top 8 eigentlich. Jetzt sind bloß 6 Sekunden weg, also vielleicht kann ich mich wieder nach vorne arbeiten. Also die Stage war jetzt auch nichts Richtiges. Zweimal Fuß gesetzt. Und nur ein paar Fehler. Aufgeholt habe ich jetzt hier definitiv nichts. Jetzt geht es von dieser Power Stage direkt in eine E-Bike Stage, nennen sie es. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal 1,5 Minuten am Berg hochtreten, dann im Flachen entlang. Und dann geht es Richtung Downhill. Das wird jetzt richtig hart, weil meine Beine sind fertig. 5, 4. Thank you.
shit. Ich bin in der Hälfte schon ein bisschen rausnehmen müssen, weil irgendwie in meinen linken Unterarm ein Krampf fast reingefahren wäre. Fünf, vier, drei. Fast gekriegt. Thank you.
Vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Was ist ein hartes Rennen. Ja. Oh Mann. Ja. So, jetzt geht's zurück zum Startzielgelände, ungefähr eine halbe Stunde. Die letzten beiden Stages, die vorletzte war Leck, bin ich eingegangen. Also ich habe gewusst, dass es nicht richtig gut war, aber ich war bis 14. Ich habe 20 Sekunden verloren. Unglaublich. Das, keine Ahnung, also wahrscheinlich nicht gut gefahren, plus eingegangen. Jetzt die letzte, keine Ahnung, ich habe die Zeiten noch nicht gecheckt. Ich glaube, es kann, wo geht's denn hin? Es kann okay sein. Die meisten Kurven waren ganz gut, war auch versaut. Stage war ich 7. Aber da hat sich in der Gesamtwertung nicht mehr viel gemacht, weil die Top 10 waren innerhalb von 5 Sekunden. Also es war alles knapp. Insgesamt bin ich jetzt 13. Mai. Was soll ich machen? Ich habe alles gegeben. Tire Trooper hat mir definitiv einen Arsch gerettet. Ich bin echt stolz auf dieses Produkt und bald wird es verkäuflich sein. Freue ich mich drauf und ich freue mich drauf, dass ihr erfahrt. Thanks, huh, for all the work. Oh, Sommer. What's your ass, man? Shit, man, what a day. You do your best, bro. You're close to the top 10 with the fucking shit problem everywhere, and you did a good job. Oh man, I was out of power in the last 2 weeks.